Ja, hallo ihr Süßen. Ist denn schon irgendeiner da jetzt? Ich sehe noch keinen. Wir sind auf jeden Fall schon mal da, pünktlich wie die Maurer. Käppi sitzt auch. Wir Ich stehe lachen. hier irgendwie komisch. Ich krieg Muskelkater. Das ist nicht schlimm. So, einen haben wir schon dabei. Ich kann nur leider nicht sehen, wen, aber schön, dass du da bist. Heute laden wir euch ein in unseren Garten. Genau. Und vor allen Dingen ganz ungewohnt Donnerstag. Aber ab morgen soll das Wetter wieder schlechter werden. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir heute. Heute ist es schön. Es ist zwar ein bisschen kühl, das sieht man an meiner Jacke. Die Biene hat ja ihre Mähne, das hält warm. Das hält warm. Und wie? Ja, es könnte heute auch, wir haben heute auch Publikum. Ja, wir haben hier schon drei, die online sind. Genau. Und zwar aber alles natürlich, wie immer, total Corona-konform, mit dem richtigen Abstand, mit festen Sitzplätzen. Und da freuen wir uns total drüber, dass wir endlich mal wieder vor so ein bisschen paar Leuten spielen dürfen. Genau, so uns fehlen natürlich unsere Live-Auftritte und die Auftritte in den Tanzlokalen in der Schweiz. Von hier aus einen ganz dicken Gruß in die Schweiz zum Tino, zur Gabi im La Grotta. Und wir hoffen mal, dass der Termin für, wann war das noch? Im Bald. bald, also bald, stattfinden kann. Und wir würden uns natürlich riesig freuen. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Wir legen los. Wir legen los. Auf Bis geht's. dann. Ja, wir schleichen hier immer so rum und hoffen uns mal, dass das alles so funktioniert, wie es sein soll. Bei mir, glaube ich, muss ich den Bass wieder ein bisschen rausnehmen, ne? Sonst haben wir wieder ein Problemchen, oder? Ja, ich fürchte ja. Okay. Also, Bienchen. Jawohl, los geht's mit Andrea Berg. Ja, ich will. Ja, sie will immer. Was denn sonst? Bis ans Ende der Zeit. Ja, ich will. Ist
Ich will. Ja, so ist es. Ihr dürft auch applaudieren übrigens. Jawohl. Ja, wir haben ja hier ein paar Gäste, wir, unsere Nachbarschaft, weiß ich gar nicht, sind denn da welche? Ich glaube, Steffi sitzt auf ihrem Balkon und hört mit. Steffi? Steffi ist noch nicht da. Die kommt bestimmt gleich. So, okay, ja, wir haben ja hier, wie ihr sehen könnt, wir stehen hier auf unserer eigenen Bühne im Garten, was wir vor lauter Langeweile in der Corona-Zeit hier gebaut haben, ne? Das war eigentlich unser Urlaubsgeld, Pfingsturlaubsgeld, ne? So ist es. Ja, erzähl doch mal was, warum lässt du mich hier nur quatschen, ne? Weil ich genug gearbeitet habe heute. Echt? Ja. Na. Aber ich würde sagen, wir machen auch weiter. Ich frage den Franz dann, ob das stimmt. Der wird es bestätigen. Meinst du, der wird das bestätigen? Ja, auf jeden Fall. Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, du bist dran. Echt? Ein Lied, was total zu dir passt. Help me make it through the night. Also ich helfe dir jeden Tag über die Straße quasi. Du bist wieder sehr charmant. Immer. Ne? Ach, übrigens grüßen wir auch von hier aus oder schicken Grüße nach Spanien, in die Niederlande, nach Deutschland, in natürlich ganz deutschlandweit, nach Berlin, nach Schweiz. Frankreich. Frankreich haben wir auch ganz viele Freunde. Und natürlich nicht zu vergessen, Emporia. Da schauen jetzt auch einige zu. Was ne? auch Spanien ist. Natürlich, aber das ist unsere zweite Heimat. Ne? Ja, Mallorca auch irgendwie. Ja, aber das ist schon wieder weiter. Ja, leider. Aber okay. Gut, auf jeden Fall ganz liebe Grüße an euch alle. Und weiter geht's mit Brian Ferry. Help me make it through the night. Take the ribbon from you. Shake it loose and let it fall. Play it soft against your skin, like the shadows on the wall. Come on, lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care who's right or wrong, and I won't try to understand. And tomorrow's outside. It's a sad year old. How big it could not be. Publikum tut gut, danke schön. Ja, Biene, wir haben ja auch noch unseren
Herrn Drehbein zu grüßen. Der schaut natürlich jetzt ganz bestimmt zu. Und natürlich das Café Susi auf Gran Canaria. In Mas Palomas. Genau. Ja, ich hoffe, ihr habt genau wie wir Spaß heute. Und ja, ich habe mit Biene eigentlich immer Spaß. Auch wenn sie mich mal auf die Palme bringt. Muss, sonst bleibt, sonst wird der ja alt. Der muss ja jung bleiben. Ja, ja, ja. Hm? Du mich auch. Hm, ja, ja. So. Okay, also, wir machen weiter. Biene. Sweet with mine, the Carpenters. Wir bleiben ein bisschen im Country. Also an alle unsere Line Dancer, kräftig mittanzen jetzt. Ja, Sweet Sweet Smile. Auf geht's mit Sweet Sweet Smile. Ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen. Das hoffe ich auch. Okay. Ja. Das war der falsche. Der will nicht. Der will nicht. Aber jetzt. Aber jetzt. Der will auch. Unsere Tochter hängt halt immer noch im Internet. Nein, ich bin draußen. Ja, 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 ja. So. Aber wir sind wieder da, das ist perfekt. Kommen wir mal als nächstes zu Moment. Fast super Duo. Was hast du vor? Geht dich ja nichts an. Ich hatte es mir schon gedacht. So, mir wird warm. Mach die Schnackgestuße auch. Dankeschön. So, und zwar, wer kennt sie nicht? Die Susi Quattro und den Chris Norman. Ein wunderschönes Duett, ein Evergreen. Das kennt fast jeder. Stumbling In. Genau, auf geht's mit Stumbling In. I love his life.
so ill. Foolish laying the parts on the tin, stubborn. I'm on the flesh, burning within. Ja, 100.000 Mal gespielt. Ja. 100.000, gefühlte 200.000 Mal. Ach so, jetzt... Jetzt gehen wir wirklich was nach Spanien. Nach Spanien, da freuen sich jetzt unsere spanischen Freunde. Genau, ja. Nicht nur, weil auf vielfachen Wunsch, weil immer wieder gewünscht, machen wir nochmal den Sofia von Alvaro Soler. Langsam, junge Frau. Ein ich alter weiß, Mann ist kein D-Zug. Das ist nichts Neues. Vorsicht, Puppe. Aber wie gesagt... Ich passe mich ja dem Tempo an. Bist du denn soweit? Ja. Fang an, ich hole dich ein. Dachte ich mir. So, können wir? Jo. Echt? Jo. Können wir wirklich? Ja. Gut. Weißt du auch noch, wie das anfängt? Ich glaube, ja. Gut. Auf geht's. Ya no te creo, ya no te deseo.
Gerade. Ja, ich weiß auch nicht, was mit dir los ist. Normal komme ich gar nicht zu Wort. Ja, ich wollte dich jetzt mal reden lassen, aber du springst ja nicht. Wie gnädig. Ehrlich, ja? Ja. Ich kann es kaum glauben. Na okay, machen wir weiter, bevor dass sie wieder anfängt zu quatschen. Ja? Meinst du? Ja, besser ist's. Na gut. Sollen wir uns heute mal über Maulwürfe unterhalten? Nee, die Igel haben wir letztes Mal gereicht und okay. Die Delfine auch. Okay, also... Dann machen wir jetzt weiter mit einem Titel von Hang the Knife and the Jets. Ist sich auch wieder gewünscht worden. Man hat gesagt, also wenn ihr nochmal einen Livestream macht, dann macht das nochmal. Und dann machen wir das jetzt nochmal. Und hier kommt der Guitar Kick. Down, driving people wildly, shouting.
sadness walks like no one's walked before. Everything is wrong for you, crying out for what you see. Human being is all the way to be. He comes along just in time to tell everything go. He writes a song with a million colored suits. Makes his music on the penis drawing by the thing. Human being is on his way to fame. Motto, wie gesagt, ich bemühe mich ja immer, ihn so ein bisschen am Leben unser zu erhalten. Unser Hund singt auch. Unser Hund mit. Singt. Er singt gerade mit. Schön. Aber wie gesagt, ich halte ihn ja immer so ein bisschen bekloppt oder verrückt oder am Leben. Deswegen, Shaken Stevens, you drive me crazy. Du überforderst mich jetzt etwas. Der Hund singt? Ja. Das ist bei uns alles ein bisschen bekloppt. Wir haben einen singenden Hund. Bekloppte Katzen, verrückte Frau. Was soll da noch kommen? Ach, mein Hase. Mein Hase ist ja auch da. Ja. So, aber die zwei stellen wir euch gleich nochmal vor. Ne? Das machen wir. Das machen wir auf jeden Fall. So, die sind hier zu Besuch, eine Woche lang oder mehr wie eine Woche, ne? Seid ihr jetzt da. Und na, wir haben eine wunderschöne Zeit. Gestern mit dem Henry aus dem Klimperkasten haben wir hier zusammen. Hallo Henry. Hallo Henry. Und zusammen etwas gegessen, etwas schön zusammen. Gesessen, gelacht. Genau, so soll so es sein. Wie es sein soll, genau. Genau, so, Pienchen. Yes. Jetzt geht's los. Shaken Stevens, you drive me crazy. Auf geht's. I start floating round in time.
crazy! Crazy! Crazy in Totmos. Siehst du, jetzt habe ich mir, damit du mich noch wieder erkennst, Schatz. Damit ich dich im Dunkeln nicht verliere? Genau, okay. So sieht's aus. Ich tue ja fast alles für dich. Okay. Da reden wir später nochmal drüber. Okay, nein, jetzt als nächstes haben wir ein wunderschönes Liedchen von Engelbert Humpelding. Von dem Humpelding. Wir werden jetzt auch ein bisschen geschmeidiger. Ja. Ein bisschen kuscheln, also ihr dürft euch einen Arm nehmen. So. Ihr zwei dürft kuscheln. Nee. Nicht? Wir wollen nicht kuscheln. Seid ihr komisch. Ich komm zu dir kuscheln. Kommst du mir kuscheln? Ja. Ich hab Angst. So, und hier kommt On the Wings on a Silver Bird. Silberfischen. Aber das ist nicht gut, wenn man die hat, ne? Nicht so. Nicht. Ja. Also lieber ein Silbervogel. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, gehen wir so langsam ein bisschen in die Schweiz. Ach, das auch schon wieder. Mhm. Und zwar natürlich auch an euch Schweizer, von mir für euch. Ewige Liebe. Es gibt sie. Definitiv. Sagst du so? Ich denke schon. Auf jeden Fall ein wunderschönes Liedli. Nehmt euch in den Arm, singt mit. Daheim, auf dem Sofa oder im Garten draußen, wo ihr immer auch singt. Du kannst noch mal erzählen, ich kann später anfangen. Ich weiß. Ja.
20 Minuten haben wir noch. Jawohl. Ja, 20 Minuten sind wir noch da. Dann muss ich die Mami wieder pflegen hier. Ja, Höschen sauber machen und. Was? Was? So. Ja, ja. Der Mann ist für sowas da. Ne? Ich merke mir das. Trockenlegen und so. Echt? Hm? Heute? Hm? Okay. Gut. So, können wir weitermachen. Ist schon wieder am Saufen. Das soll ja jeder wissen, dass du ein Alkoholiker bist. Ja, ja, ne? Das wissen wir ja. Ja, das ist die beste Werbekampagne, ne? Natürlich. Klar. Wir müssen mal einen Vertrag hier mit diesen Brauereien machen. Ja, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Genau. So, ja, weiter geht's mit einem Titel von Don Gibson. Und, gehen wir in die County-Szene wieder? Genau. Hier kommt Oh, Lonesome Me.
your chops. All my chops. Bottles of soap and bottles, don't you know? I felt go here, I'd make it in my eyes. Oh, out of the state, I'm making fires, he's hanging around. He's just hanging around. Out at home, some violent face town. All thankful flying, I just can't see. So many I could lose, so long to lose, so long to lose. Forget about the past and find somebody new. I'd lose everything from A to C. Oh, lonesome me. Ah, that she's not like me. She's out of fence free. But it was the boy's desolate chance. But I still love her so, and honest, don't you know? I felt going here and back here in my arms. Will everybody's going out and having fun? I'm just a fool for staying home and having fun. I can't get over how she set me free. Ja, ja, unsere Nachbarschaft ist sehr ruhig heute. Ich merke gerade. Ja. Ja, ja. Ja. Säuferstimme, ne? Nee, würde ich mal sagen. Jetzt hört mal aufrecht. Ich finde das so schön, Schatz, dass du dich immer so darüber aufregst. Ja. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen in die deutsche Szene. Und? Schöner Disco Fox. Ging es ein Midget? Nein. Nein. Und zwar zu Beatrice Egli gehen wir jetzt. Ach so, ja, mein Haus, das brennt, wenn ich es sehe, ne? Genau. Ja. Ja, machen wir den jetzt, ne? Ja. Hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Tja, Überraschung immer mal wieder. Mal gucken, ob ich den noch kann. Ich gehe heute nach Haus, endlich wieder tanzen gehen. Das Herz am Herz Gefühl und wieder diesen Rhythmus spüren. Dann kommt dieser Mann und tanzt mich von der Seite an. Er flüstert mir ins Ohr, wie man nur so schön sein kann. Deine Türkis, blauen Augen, wenn ich heute Nacht keinen Kuss weit trauen. Nein, ich habe dich total durchschaut. Mein Herz ist brennt, wenn ich dich sehe, auch wenn ich heute durch die Hölle gehe. Mein Herz ist brennt, so lichterloh. Ich will dir ein, dass ich nicht auf dich steh. Mein Herz ist brennt, total verliebt. Mir ist schon klar, dass es kein Morgen gibt. Er dreht mich im Kreis, mein Herz geht im Dreivierteltakt. Ich bin ihm verfallen, weil er mich grad so glücklich macht. Doch ich spür in mir, er ist genau der Typ von Mann. Nur für den Moment, nicht für ein ganzes Leben.
ganzes Leben lang. Deinen türkisblauen Augen werd ich heut Nacht kein Kuss weit trauen. Nein, ich habe dich total durchschaut. Mein Herz ist brennt, wenn ich dich seh, auch wenn ich heut durch die Hölle geh. Mein Herz ist brennt, so lichterloh, will nur tanzen und ich sowieso. Mein Herz ist brennt, wenn ich dich seh, ich rede dir ein, dass ich nicht auf dich will. Mein Herz ist brennt, total verliebt, ist schon klar, dass es kein Morgen gibt. Mein Herz ist brennt, wenn ich dich seh, auch wenn ich heut durch die Hölle geh. Mein Herz ist brennt, so lichterloh, und ich sowieso. Mein Herz ist brennt, wenn ich dich seh. Ich rede dir ein, dass ich nicht auf dich lebe. Mein Herz ist brennt, total verliebt. Ist schon klar, dass es kein Morgen gibt. Mein Herz ist brennt. Dankeschön. Stimmt schon weg, Schatz. Irgendwie, keine Ahnung. Heute ist der Wurm drin bei mir. Nee, muss ja poolen. Das geht nicht. Sind wir wieder bei den Igeln. So, ja, wieso Igel? Die fressen Würmer. Ach, die fressen Würmer, ja genau. Okay, so. Ja, Schatz, jetzt kommt dein Lieblingslied. Ja, eins meiner Lieblingslieder. Eins deiner Lieblingslieder, und zwar ein Titel von? Wait, wait, wait. Und hier kommt Love is all around. Hast du fein gesagt. I feel it in my fingers. I feel it in my toes. The cloud that's all around me. Sort of feeling gross. It's written on the wind. It's everywhere I go. So if you really love me, come on and let it go.
Dankeschön. Love is all around. Was ist, Schätzchen? Geht nichts mehr? Nein. Stimme weg? Ja, ich weiß auch nicht. Heute ist echt irgendwie... Ja, du ich weiß hast nicht ja warum. Auch heute schon gearbeitet, mein Schatz. Und ja, wir sind auch alle ein klein wenig erkältet, aber wir haben kein Corona. Nein, das haben wir nicht. So, und ja, dann würde ich sagen, starten wir das letzte Liedchen. Ja? Okay, also, wir gehen nochmal in die Vollen. Und zwar ein Liedchen von Andreas Martin. Und ja, wir wissen ja, dass mit euch das geht. Das könnte nicht nur gehen, aber leider heißt nun mal der Titel so, ne? Das mit dir, das könnte gehen. Und beim nächsten Mal werden wir dann schauen, dann haben wir wieder ein paar neuere dabei, damit es nicht mit der Zeit langweilig wird. Ne? So machen wir das. Genau. Hafanana zum Beispiel. Zum Beispiel. Sehr schöner Titel. Aber jetzt, wie gesagt, das letzte mit diesem Liedchen verabschieden wir uns. Wir kommen dann nachher nochmal nach vorne. Wie immer. Unsere Gäste hier kommen dann auch mal vor die Kamera, dann verabschieden wir uns gemeinsam und sagen dann gut's Nächle. Aber jetzt erstmal noch, hier kommt das mit dir, das könnte gehen. Das mit dir könnte gehen. Was wollte das werden? Eine dunkle Nacht, wenn die Liebe erwacht und ein Engel auf Pferde, so wie ich. Das wird die Bitte gehen, wenn wir zwei uns berühren, mit den Augen verführen, dieses Wunder verspüren, ja, wir denken, es geht. Schäfer zu besiegen, niemand hat die Zeit dafür. Und schon gar nicht meine Träume zu verstehen. Nun stehst du vor mir und du schaust mich an. Irgendwas passiert, was ich nicht mehr ändern kann. Ich kann mich nicht wehren. Denke nur daran, dass mit dir der Weg ging. Was könnte das werden? Eine funkelnde Nacht, wenn die Liebe erwacht, wenn ein Engel auf Erden. Ja, das wird gut im Leben, wenn wir zwei uns berühren, mit den Augen verführen, dieses Wunder verspüren, ja, den Titel bestehen. Wir sagen Dankeschön fürs Zuschauen, auch für die, die jetzt nicht dabei waren, die werden es mit Sicherheit in den nächsten Tagen schauen. Leider, leider, Samstag geht nicht, Wetter wird wieder schlechter, sonst hätten wir es am Samstag gemacht, aber eben, wir müssen die Zeit so nutzen,
wie es halt möglich ist. Und ja, Binchen, dann hol mir die zweimal nach oben. Komm mal, die zwei. Und wir kommen jetzt einmal vor die Kamera. So, schön, dass ihr hier seid. Wie gesagt, ich habe heute irgendwie, keine Ahnung, Wurm drin. Da sind unsere zwei Süßen. Hallo. Der Marc und der Volker. Hallöchen. Ganz, ganz liebe zwei schlafen bei uns im Wohnwagen vor der Garage. Ja. Und wir verbringen eine richtig coole Zeit zusammen. Haben wir. Viel Spaß haben wir zusammen. Irre viel Spaß. So, also, wenn ihr auch Spaß daran habt, dann teilt das alles. Und wie gesagt, ihr könnt das so oft schauen, wie ihr wollt. In den nächsten Tagen ist es auch wieder auf YouTube, wo ihr alle unsere Beiträge nochmal schauen könnt. So ist das. So, und am Sonntag, als kleiner Tipp, am Sonntag, so wie es ausschaut, fahren wir dann nach Wehr runter. Wahrscheinlich zu der Denkpause. Zur Denkpause und werden dort nochmal eine Aufzeichnung machen, was wir dann zum Wochenende ins Netz stellen werden. Und wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Abend, sagen Dankeschön fürs Zuschauen. Danke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.